Ein herbstlicher Sonntagvormittagsspaziergang entlang des Donaukanals hier in Wien. Ja, es gibt ein Leben am Sonntagvormittag und ich hoffe, die Jungs, die wir euch heute vorstellen, sind mindestens so fit wie ich. Deckchair Orange mit ihrer ersten Single von ihrem ersten Album Rose. So heißt die Single, nicht das Album, das heißt nämlich Deckchair Orange. Grüß euch, schön, dass ihr Zeit habt. Hallo. Mit diesem Song seid ihr ja schon, weiß ich wo, in welchen Charts und Compilations vertreten, wo überall? Rose wird am 14. November auf der FFV Sound Selection drauf sein. Die Single war in den Indie-Charts vertreten, mehr als drei Monate. Und ja. Großartig, das ist ja das erste Album, oder? Das erste Album, ja. Und starten gleich voll durch. Ich möchte ein bisschen vorher anfangen. Seit 2004 gibt es euch, oder? Circa, ja. Habt ihr eine schöne Erfindungsgeschichte? Ich meine, wart ihr gemeinsam in der Schule? Habt ihr euch am Donaukanal kennengelernt? Oder seid ihr von Ink Music vom Tschürz gecastet worden? Ja, es ist eigentlich ziemlich klassisch. Also wir waren alle in derselben Schule und haben schon ziemlich lange miteinander Musik gemacht. Und dann, wie wir alle fertig waren mit der Schule, haben wir das begonnen ernst zu nehmen und das kommt dabei raus. Okay, cool. Gleich mehr ein bisschen über euer Album und die zweite Single, die jetzt erscheinen wird. Davor eine kurze Ankündigung in eigener Sache. Dezember 2008, fühlt euch herzlichst eingeladen. Zurück zu Deckchair Orange, euer aktuelles Album. Wird das sehr gelobt in der Presse und so weiter. Jetzt denke ich mir, wie viel Einfluss nimmt das auf einen? Also man bekommt ja oft gute und schlechte Kritik, die nimmt man sich beides zu Herzen, aber beeinflusst das einen? Also glaubt ihr jetzt wirklich, ihr seid so gut, wie es ein Journalist schreibt? Ich glaube, wenn man ein Album macht, dann ist es ja ziemlich schwer abzusehen, wie das Ganze ankommt und wie das Ganze aufgenommen wird. Und er freut umso mehr, wenn das so positive Resonanz findet. Also mehr als dass es uns sehr freut. Gute Bescheidenheit. Naja, wir würden es glaube ich kaum anders machen, wenn die Kritiken schlecht wären. Ja, was könnte auf das nächste Album Einfluss nehmen dann? Wenn dann einer sagt, das ist ja jetzt wirklich ein bisschen zu viel Gitarre oder weiß ich was, oder? Bleibt ihr autonom? Ich glaube, da würden wir autonom bleiben, ja. Ist ja großartig, dass es überhaupt mit dem ersten Album gleich so lässig losgeht. Jetzt kommt dann die zweite Single. Dazu gibt es jetzt auch ein neues Video, das diese Woche das erste Mal auf GoTV zu sehen sein wird und auch gleich bei uns. Welche Nummer ist das? Die neue Single ist Solid Lie. Das ist die erste Nummer vom Album. Und ja. Wie ist das entstanden? Habt ihr da selber Drehbuch geschrieben? Oder? Ja, eigentlich haben wir das mehr oder weniger selber gemacht, zusammen mit Lenny Leiter. Das ist ein Freund von uns, der ziemlich coole Videos macht. Und mit dem zusammen ist schon das Video zu Rose entstanden. Was, da werden wir nochmal einen exklusiven Blick reinwerfen in das neue Video von Deckchair Orange. This turns out to be a solid lie.
Radiopremiere auf Lautlos, Deckche Orange mit Solid Lie. Ja, schön, dass ihr Zeit gefunden habt, mit mir hier diesen sonntäglichen Spaziergang zu machen. Es ist ja noch ziemlich früh, ihr hält euch wunderbar, muss ich sagen. Danke. Indie Rocker feiern ja sehr viel samstäglich, wie man weiß. Genauso wie Punkrocker und alle anderen. Das nächste Konzert steht bald an. Wann und wo? Am 28. November. Im Wiener Flex. Pardauz wie dieses, wir stehen zufällig davor. Am 28. November große Party mit viel Luftballons, habe ich gehört. Ja, unglaublich. Es wird wild und groß. Gut, ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin mit dieser Platte und mit Ihnen, die da folgen mögen. Wir sehen uns das nächste Mal bei Lautlos. Ciao, Baba.